Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Heute ist es endlich soweit. Ihr seht, was ich fahre nach Fehmarn und auch wenn ich nicht nach Fehmarn fahre, was ich fahre. Folgt mir. Das ist ja ein Motorrad. Da haben wir das gute Stück VL 800. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Taschen rankommen und alles andere auch funktioniert. Ich würde sagen, wir fahren das Ding mal rein. Millimeterarbeit hier. Millimeter. Ja, hier im Inspektor guckt auch, ob alles läuft. Da stehen sie. Die beiden Geräte. Also so muss sie da ran. Und dann würde ich das einfach hier so durchziehen. Wäre jetzt so meine Idee. Spiegel, Spieglein. Was sieht man denn da? Eine neue Kamera. Achso, haben wir es schon erwähnt? Haben wir noch nicht erwähnt. Genau. Wir haben eine neue Kamera zum Filmen und probieren jetzt das integrierte Mikro aus. Also falls der Ton in diesem Video nicht der beste ist, können wir es auch jetzt gerade nicht ändern. Aber dann erst im Nachhinein. Genau. Aber im nächsten Video können wir es dann ändern. Genau. Damit ihr Bescheid wisst, ihr kleinen Flitzpiepen. Wenn ich da jetzt drauf sitze, muss ich mal gucken, wie es aussieht. Und, Rudi? Ich würde sagen, das sieht gar nicht mal so bescheuert aus. Jetzt nur noch den Fahrer austauschen und dann geht's. So eine Scheiße habe ich keinen Bock mehr. Ich fahre. Das Problem ist, diese Koffer, nicht Taschen, ohne Umbau des Kennzeichenhalters und der Blinker. Wir haben gehofft, dass wir es irgendwie hinkriegen, irgendwo so dran vorbeimogeln können und vielleicht maximal nur die Blinker umstecken, aber nö, ist nicht. Und dann ist halt die Frage, möchte ich die nach Fehmarn dran lassen? Richtig. Weil sonst lohnt sich dieser ganze Umbau nicht. Aber was soll ich sonst machen? Ich kann ja nicht alles in den Rucksack stecken. Nee, das, was wir machen könnten, ist, wir packen die Taschen, die ich noch in meinem Schöpfchen habe, mal eben dran. Die Ledertaschen. Ja, das kannst du ja mal machen. So, sehr also Lederbags. Dreckig, aber zum Testen tut's ja. Ja, die könnte man hier, die würde man hier rumkriegen. Das geht. Also dann halt in ordentlich. 12 seconds later. Wir fahren jetzt zu Luis und gucken nach neuen Taschen, weil die ich besorgt habe, sind einfach zu groß. Kaum kommt wieder Sonne raus. Schon sind wieder die Biker unterwegs. Junge, 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 ganz schön was los hier. So, wir sind zurück. Wir haben natürlich nicht im Laden gefilmt, aber das haben wir gefunden. Ja, Netz und Gurt. Also, wisst ihr Bescheid, das, was wir wollten, war nicht da. Hier ein Bike, da ein Bike, hier ein Bike, da ein Bike. Ja, auf jeden Fall montieren wir jetzt die Taschen. Mach da bloß vorsichtig. So sieht das aus. Und die halten nur. Also wenn das nachher fest ist, ja. Jetzt im Moment ist das nicht fest. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ich nicht. Nö, du weißt schon, dass das funktioniert, ne? So. Okay. So Leute, das war's aus dem Video. Taschen sind dran. Können wir einmal kurz zeigen. Und ja. Dann würde ich sagen, seht ihr uns nächsten Sonntag wieder, aber bleibt dran. Wir testen jetzt noch Fahraufnahmen, die gibt's jetzt nach dem Video. Bis dann. Mit der Gülprüß hier alle fressen, Alter.
Ach ja, wir filmen uns ja auch noch, wir hören uns ja nicht nur. Ja, wir filmen uns und wir hören uns. Ist das bekloppt, Alter. Aber sowas von. So, fertig? Ja, das ist ja mir gut. Ja, sicher. Boah, Alter, ich höre noch Knattern einfach in der Maschine hier. Geil. Ich bin echt gespannt auf die Aufnahme. Ich auch. Und nachher sieht man nur so ein verwaschenes Gefackel. Ja, nee. Das ist voll geil. Ja, das macht auch viel mehr Spaß gleich irgendwie. Ich meine, der Ton ist echt nicht gerade der Knaller, aber man versteht sich.